Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu meiner kleinen Update-Info vom 23. März 2016. Direkt den wohl überraschendsten Teil des Updates als erstes, denn es sind drei neue Farben ins Spiel gekommen. Zum einen ist es ein Isländer Rappe in New Hillcrest und zwei weitere englische Vollblüter im Mondsicheldorf. Und zwar gibt es dort einen Schimmel und einen Dunkelfuchs bzw. dunkelbraunen. Muss ich mir mal noch genauer anschauen. Ich bin noch so ein bisschen unentschlossen. Ich tendiere eher zum dunkelbraun. Aber in der Osterwoche ist das natürlich nicht alles, denn natürlich gibt es jetzt auch wieder die Osterquests. Und zwar haben die Bewohner Jorviks ihre Ostereier versteckt und wir sollen sie natürlich suchen. Damit wir mit dieser Ostereiersuche beginnen können, müssen wir zuerst zu Felix in Silverglade reiten und natürlich winken dafür auch wieder tolle Belohnungen. Zusätzlich zu den Ostereiern der Bewohner gibt es auch noch geheime Ostereier, die der Osterhase höchstpersönlich versteckt hat. Also haltet die Augen auf. Zudem gibt es auch wieder neue Ausrüstung für euer Pferd im Shopping Center. Das heißt, falls ihr eurem Pferd etwas zu Ostern schenken wollt, dann schaut doch mal da vorbei, denn da sind zwei neue Sets eingetroffen. Und last but not least, der Pferdemarkt. Der steht in dieser Woche wieder an der Jorvikstall Arena mit seinen besonderen Rassen, die es nur auf dem Pferdemarkt zu kaufen gibt. Also ihr Lieben, viel Spaß mit dem Update und ich wünsche euch jetzt schon mal frohe Ostern.